Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 mit einem neuen Live-Commentary von Black Ops 2 auf der Map Standoff. Yo, YouTube Gamescom legt sich mal wieder los und habe heute mal eine ganz besondere Waffe dabei, weil ein anderer Spieler zu mir mal gesagt hat: Hey YouTube Gamescom, nimm doch mal die Typ 25 mit. Er ist immer weggespickt und dann passt das Leben wieder. Habe ich gesagt, gut, mache ich mal. Und ich bin eigentlich sehr gut von dieser Waffe überzeugt, sehr angenehm überrascht. Die Waffe ist echt gut. Findet ihr bestimmt auch, weil ich habe schon viele Spieler gesehen, die die Typ 25 eingepackt haben. Hab noch ein paar Schockladungen dabei, die ich jetzt hier mal platzieren werde. Hab natürlich aber den Sniper-Schützen nicht entdeckt und habe den natürlich nicht in meiner Flugbahn mitberechnet. Aus dem Grund hat er mich eigentlich schon so gut wie sicher eliminiert. Er hat mich eliminiert. Nicht so gut wie sicher, er hat mich eliminiert, Digga. Und natürlich habe ich jetzt hier gerade einen Sprengstoffalarm bei mir angesagt. Gefährliche Situation jetzt. Ich bin jetzt hier gerade im Dönerladen, aber möchte mir keinen Jufka bestellen. Aus dem Grund laufe ich einfach mal weiter auf die Map und laufe einfach mal zu A. Wenn ihr bei A angelangt seid, müsst ihr natürlich aufpassen, weil die Gegner, die Feinde, die lassen sich eigentlich nicht hier verarschen. Die kommen jetzt gleich. Hauen wir lieber mal von A ab. Da hinten ist mir zu dunkel, da gehe ich nicht hin. Nachher kommt noch Albertus an. So, Typ 25, eine sehr gute Waffe. Und jetzt haben wir gleich die Drohne freigeschaltet. Jetzt sehen wir gleich die ganzen Feinde auf der Map. Oh, Mann. So schnell hätte ich mir das Spiel jetzt nicht vorgestellt, wie das jetzt hier gerade abläuft. Da vorne sind die Gegner, aber ich glaube, ich erwische den gar nicht mehr. Hätte ich mir lieber da im M27 einpacken sollen mit Rotpunktvisier, dann hätte ich den Gegner eigentlich so gut wie sicher abgeknallt. So, ich weiß, da hinten sind die Gegner. Irgendwo haben sie sich verschanzt. Schnell wieder hin, auf die Beine, Digga, und wir gehen rein ins Haus. Hast du was entdeckt, Digga? Nee, nichts. Okay. Da kommt dann der Erste, hat mich aber gleich abgeknallt. Er hat nämlich gewusst, dass ich komme, aber 50 Punkte für einen Assi habe ich auch noch mitgemacht. Jetzt können wir mal zu Punkt B rennen und den Punkt B sichern. Baby Bruno ist angesagt, Leute. Aber ich komme hier gar nicht durch, Digga. Bin gestern noch bei Skrillex Pia reingejoint und bei David Warfor und bei Shocksmile von den Effect Brothers. Hätte ich eigentlich denken sollen, dass die da hinten campen. Campen ist immer noch eine gute Strategie, um zu gewinnen. Aber in dem Fall könnte es sehr knapp werden, weil es steht 29 zu 28 für unser ganzes Team, Leute. Und jetzt können wir die Typ 25 auspacken und die komplette Zerstörungskraft der Waffe entlädt sich natürlich auf den Feind. Und jetzt haben wir nochmal einen Kill, hat er ja nochmal einen Kill geschafft, Leute. Und ich denke mal, mit meinen kugelsichere Weste, Plünderer und irgendwas anderes, Perks hier, verabschiede ich mich. Schnell, Zielgriff ist freigeschaltet. Haut rein, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ton habe ich zwar nicht freigeschaltet, aber ich habe trotzdem ein kleines Gameplay für euch erzaubert. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Video.